Morgen sind wir Champions. Wird präsentiert von der Credit Suisse. Schafft Lars Hund den nächsten grossen Schritt? Auf Leihbasis wechselt das Goalie-Talent vom FC Aarau zum Grasshopper Club Zürich. Irgendwann muss man eine Entscheidung treffen, logisch. Dass man weiss im Vorhinein noch nicht, ob sie richtig ist. Dann passieren aber auch wieder Fehler. Das ist ganz normal. Die sollen auch passieren. Und die Fehler sollen aber immer weniger werden. Und der Lars kommt seine Chancen über. Ich war vor dem Spiel sehr aufgeregt, weil das erste Mal mit der ersten Mannschaft von GC spielen und dann gerade noch gegen einen super Gegner. Nach der bestandenen Abschlussprüfung und Noten auf Ansage kann sich der Lars jetzt voll auf den Fußball konzentrieren. Als ich das Buch aufgetan habe, habe ich geschrieben, Lars macht 4-8. Und der Lars hat da unterschrieben. Und wir haben hier noch gelacht darüber. Und dann sind wir an die Diplom-4 und der Lars hat 4-8 gemacht. Der Umzug in eine Spieler-WG klappt noch nicht so richtig. Das wäre hier drin. Man sieht, ich bin noch nicht da, das Bett ist noch nicht angezogen. Der Lars Hund, der Goalie, ist ein möglicher Champion von morgen und wird als Futuro-Spieler besonders gefördert. Er ist der Lars Hund, der Goalie. Andere Futuro-Spieler aus dem 99er-Jahrgang sind der Andi Zekiri, der Vollstrecker. Der Marc Schmid, der Verteidiger. Der Petar Pusic, der Spielgestalter. Und der Nedim Bayrami, der Vorbereiter. Goalie-Lehrgang vom Schweizer Fußballverband Biel. 36 Goalie aus den Jahrgängen U15 bis U21 sollen da nach neuesten Erkenntnissen trainiert und getestet werden. Schuhe und rechts. Hopp! Für den Lars ist der erste Auftritt im Nationaltrikot nach dem Aus in der Qualifikation für die U19-Europameisterschaft. Für das überraschende Scheitern übernimmt auch der Goalie Verantwortung. Ja, ich finde, sie haben keinen super Tag gehabt. Und ich finde schon, jetzt ein paar Goal verhindern, wenn ich einen besseren Tag für uns hätte. Sich sofort wieder auf den Alltag in der Liga zu konzentrieren, ist ihm zuerst einmal schwer gefallen. Ja, die ersten zwei Wochen bin ich noch ein bisschen am Rumoren im Kopf. Da hat mir auch der gute Trainer gesagt, dass ich die ersten zwei Wochen nicht mehr so konzentriert war wie sonst im Training. Aber jetzt ist wieder alles gut und es ist wieder voll dabei. Das zeigt sich auch im Leistungstest vom SFV, der spezifisch für die Nachwuchs-Goalie entwickelt worden ist. Die Idee da hinten ist, dass wir gestern und heute eine neue Testbatterie für die Torhüter entwickeln, weil bis jetzt die Torhüter machen die gleichen Leistungstests wie die Feldspieler. Und von daher haben wir ganz neue Übungen, um im Bereich Schnelligkeit und im Bereich Kraft die Torhüter eben spezifisch zu testen. Schweizer Goalie sind ein Exportschlager. Schon nur in der deutschen Bundesliga stehen aktuell 8 Schweizer unter Vertrag. Also der wichtigste Grund ist Mutter Natur. Die Sommer, die Bürkis, die Itze im Wogen und Konsorte, Kobel, die bringen ein unglaubliches Talent eben von Mutter Natur her. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann selbstverständlich, seit 10 Jahren in der Schweiz haben wir eine neue Ausbildung angefangen und wirklich konsequent durchgezogen. Angefangen bei den Vereinen, muss man nicht vergessen. Also das sind die zwei wichtigsten Faktoren, dass wir heute recht viele Torhüter im Ausland haben. Der Jan Sommer von Borussia Mönchengladbach gilt für viele Experten als aktuell stärkster Goalie der Bundesliga. Auch dank seiner mentalen Stärke. Ja, es ist sehr wichtig, weil wir sind in einer Position, in der du dir eigentlich keinen Fehler kannst erlauben oder nicht sollst. Und trotzdem machst du. Also, du wirst als Mensch
auch wenn du Goalie bist, nie können fehlerlos bleiben. Und ja, darum ist es wichtig, dass man lernt, ich habe einen Mentaltrainer, aber dass man lernt, einfach mit dem umzugehen, dass man lernt, ja, wie man das verarbeiten kann. Und das als Goalie ist das enorm wichtig. Ja. Und wie sieht der Goalie-Chefausbilder von Letti, der auch schon Jan Sommer trainiert hat, den Futuro-Spieler Lars? Ja, Lars, es ist interessant, seinen Weg durchzuschauen in den letzten 4 Jahren bei uns im Verband. Mittlerweile 5 Jahre, von 15 bis 19. Und jetzt bis da, ich will nicht jetzt etwas schmaler darstellen, was nicht ist. Aber bis da war einfach das schwierige Teil von dem Weg für Lars und für alle Torhüter in diesem Alter fängt eben bei der U19. Für Lars spezifisch jetzt, es ist unheimlich wichtig, dass in näherer Zukunft zu mehr Spielminuten auf der höchsten Niveau kommen kann, um eben den nächsten Step vorwärts zu machen. Und an seinen Stärken weiterarbeiten. Wie der Jan Sommer zählt auch der Lars mit einer Körpergröße von 1,82 m eher zu den kleinen Goalie. Ich bin nicht der grösste Goalie. Das bin ich auch damals schon nicht. Man hat mir viel gesagt, als junger Goalie, dass mir ein paar Zentimeter fehlen werden, für das ich es ganz gut arbeiten könnte. Was ist wichtig war, dass ich genau aus den Sachen, die ich eben habe, einfach das Beste daraus mache und nicht überlege, was wäre, wenn ich grösser wäre, was wäre, wenn ich... Es bringt nichts, man hat es nicht und darum ist es wichtig, dass man aus dem, was man hat, was einem der Körper gibt, einfach das Beste rausholt. Und bei mir war das sicher Sprungkraft, Timing, Mut, ein offensives Spiel, viel Training mit dem Ball am Fuß und so weiter. Also ich habe probiert, einfach in allen Bereichen, wo ich Möglichkeiten dazu habe, einfach das Beste rauszuholen. Der erste Schritt macht Lars im März in der Schweizer U19 beim 4:0 gegen Finnland. Vor den Augen von seinen Eltern und seiner neuen Freundin Fabienne zeigt Lars eine starke Leistung. Auf die neue Saison verlässt Lars seinen FC Aarau, wo er 5 Jahre gespielt hat, und wird ein Teamkollege von Petar Pusic und dem Nedim Bayrami beim Grasshopper Club Zürich. Nicht ganz freiwillig. Also ich bin ausgelernt worden vom FC Aarau, weil sie mir gesagt haben, es reicht mir nicht jetzt gerade im Moment in der Challenge League spielen. Und dann sind da ein paar Mannschaften in Frage gekommen, Winterthur, Kriens, wo ich hätte spielen können. Sie mir aber leider nicht genommen haben, was ich etwas schade gefunden habe. Und ich war schon verzweifelt, weil ich dachte, ich finde nichts. Und dann kam halt noch die GC-Frage. Und dann habe ich schon gedacht, ja, das wäre eine super Idee, für den zu spielen. Dann kann ich die ganze Woche mit einer Superleague-Mannschaft trainieren, wo ich natürlich sehr profitieren würde. Und die Meisterschaft dann mit U21 abschliessen die Woche. Der FC Aarau will aktuell nicht auf seine Nachwuchshoffnung setzen, obwohl der Lars in der vergangenen Saison schon Einsätze in der Challenge League bekommen hat. Ja, ich denke, ja, zum Teil gut gespielt, aber ich hatte meine Böcke drin, die ich auch gewusst habe, dass ich die machen würde. Das haben alle gewusst, dass ich die machen würde. Aber sie haben gesagt, ich habe zu viel gemacht. Ich habe auch ein paar Fehler gemacht. Aber dass sie gerade so knallhart bestrafen, hätte ich nicht gedacht. Aber am Anfang bin ich sicher enttäuscht, aber jetzt bin ich recht zufrieden mit dieser Situation, die es sich ergeben hat. Im Superleague-Kader von GC ist Lars der dritte Goalie hinter der Nummer 1 Heinz Lindner und der Nummer 2 Matteo Matic. Auch der 22-jährige Matic ist Schweizer Nationalspieler. In der U21-EM-Qualifikation ist er gegen Liechtenstein zwischen den Pfosten gestanden. Der Heinz Lindner und der Matteo Matic schauen sehr zu mir, auch wenn ich jünger bin. Und von diesen zwei kann man sehr viel lernen. Und GC war die beste Option für mich selber, um mich weiterzuentwickeln. Auch der Jan Sommer kennt die Situation als dritter Goalie aus seiner ersten Zeit beim FC Basel. Er wird dort zuerst an Vaduz und später an GC verlehnt, bevor er sich in der Schweiz endgültig bei Basel durchsetzen kann. Ich würde sie genau gleich nochmal treffen. Wir haben, ich habe das Glück, dass ich in meinem Umfeld viele Leute habe, wie meine Eltern zum Beispiel, die mir sehr geholfen haben damals. Ich habe immer mit meinem Vater lange über die Entscheidungen geredet. Wir haben geschaut, wir haben abgewägt, plus, minus, was ist positiv, was ist negativ. Ja, und dann nachher, irgendwann muss man eine Entscheidung treffen, logisch. Dass man weiß im Vorhinein nicht, ob sie richtig ist.
Aber man muss überzeugt sein davon. Und wenn man die richtigen Leute um sich herum hat, die man vertraut, und, dann tut man, ist es gut, wenn man die Entscheidung mit jemandem zusammentrifft. Der Austausch mit neuen, alten Bekannten hilft da vielleicht auch ein bisschen. Der Lars hat mir ein SMS geschrieben. Wir sehen uns im Campus. Dann bin ich schon überrascht. Dann habe ich gemeint, wir haben vielleicht ein Freundschaftsspiel gegen Aarau oder so etwas. Dann hat er einfach gesagt, dass er zu GC kommt. Und ich habe mich sicher sehr gefreut für ihn, aber auch voll gefreut auf die Zeit mit ihm, weil ich kenne ihn eben schon länger. Sein Tipp zum Eingewöhnen für die Neuen? Ja, gut Flaschen füllen und das Material natürlich immer tragen. Sein Goalie-Trainer Christoph Born schaut mehr auf andere Qualitäten. Ich denke, er bringt alles mit. Aber jetzt geht es darum, das Ganze einfach zu verfeinern, im höheren Tempo auszuführen. Alle Bewegungen müssen schneller sein. Und was sicher wichtig ist, die nötige Konstanz anzubringen. Das ist, glaube ich, immer für einen jungen Goalie das Wichtigste. Man sieht zwischen ihnen die Klasse aufblitzen. Und dann passieren aber auch wieder Fehler. Das ist ganz normal, die sollen auch passieren. Und die Fehler sollen aber immer weniger werden. Und dass man so einfach sowohl im Training wie im Spiel konstant gute Leistungen kann abrufen auf höherem Niveau. Seit wenigen Wochen hat Lars den Führerschein. Als Training auf dem GC-Campus kommt er meistens mit dem Auto von seiner Mutter Conny. 30 Minuten Fahrzeit muss er dafür einplanen. Mit dem ÖV wäre er von zuhause, zu Grenichen bis ins Niederhasli, über eineinhalb Stunden unterwegs. Meine Mutter ist recht grosszügig und dann nimmt sie auch mal das Tram oder das Velo, weil sie arbeitet in Aarau. Und mit dem Velo bist du 10 Minuten dort. Aber dann nimmt sie lieber mal den Zug, wenn er einen sichten Zug nehmen muss. Und das ist schon recht lieb von ihr. Wenn sie Nein sagt, dann ist Nein. Aber meistens geht sie mir schon, wenn ich frage. Da ist nicht so, dass sie dann Nein sagt. Und darum verlässt Lars die Spieler-WG, wo mit dem Giotto Morandi und dem Alan Arrigoni zwei weitere GC-Profis wohnen, bevor er überhaupt eingezogen ist. Ja, ich brauche es nicht. Ich habe immer einmal Training und dann konnte ich auch mit dem Zug. Und dann habe ich anderthalb Stunden bin ich daheim. Und da machen sie nicht viel aus der Game. Also, bringt es auch nicht so viel, dass man da ist. Aber, ja. Ich wäre gerne in der Vorbereitung da gewesen, wo wir zweimal Training hatten. Weil wir dann bin ich fast jeden Abend um 9:30 Uhr daheim gewesen. Das wäre schon gut gewesen, aber da habe ich die Warnung noch nicht gehabt. Eine Chance, die Alan und Giotto nicht haben. Sie kommen beide aus dem Tessin, wären jeden Tag 6 Stunden mit dem Auto unterwegs, wenn sie wieder heimfahren. Viel zu packen gibt es für den Lars nicht. Das wäre da innen. Man sieht, ich bin noch nicht da, das Bett ist noch nicht angezogen. Ja. Ich bin noch nie da, wie das sagt. Der Schrank ist leer. Und so wohnt Lars weiter daheim bei seinen Eltern zu Kränichen. Er ist einfach immer wieder heimgekommen. Er wollte einfach nicht dort draußen sein. Es hat. Ja, dann haben sie den halben Tag Training, dann gehen sie zusammen zu Mittag essen und dann bist du in dieser Wohnung. Und dann denke ich, ja, auch drei Zuge, ich komme heim. Und dann ist er daheim. Der Kühlschrank ist gefüllt. Und was willst du noch mehr? Also. Zu seinem ersten offiziellen Auftritt im Goal der A-Mannschaft von GC kommt Lars, weil er für die Länderspiele der U20 gegen England und Polen nicht aufgeboten wird. Ja, am Anfang war ich etwas erstaunt. Aber nachher habe ich erfahren, dass ich mit GC dann gegen Union Berlin spielen darf. Und auf dem habe ich dann schnell ein bisschen auf die Seite getan. Und sind dann noch, wir haben noch 4 Länderspiele mit der U20. Und ich hoffe, dass ich dort natürlich aufgeboten wird. Und dann spielt es keine Rolle mehr, ob ich dabei bin oder nicht. Das Resultat ist da. Lars, seine Eltern, die ihren Sohn zu fast jedem Länderspiel begleiten, verfolgen natürlich trotzdem, wie die Schweizer U20 abgeschnitten hat. 2-0. Oh je. Der Vereinswechsel zu GC ist für den Vater Dani der richtige Schritt gewesen. Haben Sie noch Chance? Er ist zufrieden, er ist glücklich, ihm gefällt es dort. Und denke, da wieder spiegelt sich mit den Leistungen. Und
Das ist so mein Feedback, das ich habe. Und dementsprechend denke ich, es geht ihm gut. Er hat es gut dort. Und das ist für mich das Wichtigste. Dass es ihm dir gefällt und nicht irgendwie traurig ist und dementsprechend die Leistung nachher im Stimmen. Und dank seiner guten Leistung im Training kommt Lars im Testspiel gegen Union Berlin zu seinem ersten Einsatz für GC. Ja, als ich den Tag gehört habe, habe ich schon ein bisschen früher erfahren, dass ich spiele gegen Union Berlin. Und ja, ich war sehr überrascht. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut. Und ich war vor dem Spiel sehr aufgeregt, weil das erste Mal mit der ersten Mannschaft von GC spielen und dann gerade noch gegen einen super Gegner. Die älteren Spieler haben dann gesagt, sie sollen nervös sein, sie sollen einfach mein Spiel machen. Sie wissen, dass ich shooten kann, sie sollen auch das machen, was ich am besten kann. Ja. Der Lars zeigt ein engagiertes Spiel. Er kann aber gegen das Spitzenteam der zweiten Bundesliga zwei Gegentreffer nicht verhindern. Mit der Meinung des Trainers und des Goal-Trainers und von meiner Meinung sind sie unhaltbar für mich. Und wir werden dann nachher mit der Videoanalyse anschauen und können nachher mehr sagen, ob es haltbar gewesen wäre oder nicht. Zuhause wird der Lars schon erwartet. Ist gut gewesen? Hoi. Hoi. Und? Gut geflogen? Ja. Natürlich sind der Dani und Goni bestens informiert. 15 Minuten ist jetzt schon gekachelt. Ja. Wir haben Radio, ein Radio gehört, GC-Radio. Und über den Schülbrüge null Empfang. Hast du wieder gehört, um was das geht? Gerade vorher hatte es eine Kiste. Ja. Für Goni war ein Ereignis in diesem Jahr noch viel wichtiger als Lars seinen ersten Einsatz für seinen neuen Club. Die bestandene Abschlussprüfung. Dani und ich sind an die Diplom-Vier gegangen. Lars konnte nicht gehen, er hatte ein Training. Und an dieser Diplom-Vier hat sich dann herausgestellt, dass Lars durchgekommen ist. Also bevor wir abgefahren sind, bin ich in den Briefkasten geschaut, ob wirklich ein Brief dort ist, wo drin steht, ist jetzt nicht durchgekommen. Und an dieser Diplom-Feier hat sich herausgestellt, dass er eine super Note hatte. Und wir hatten so Freude. Also, ja, wir hatten wirklich Freude. Dass er auf jeden Fall besteht, hat Lars seiner Mutter im Voraus schriftlich bestätigt. Und ich habe so ein schwarzes Büchlein, so eine To-Do-Liste drin. Und wenn ein Kind Schulden hat bei mir und da steht alles drin, dann habe ich gesagt, du unterschreibst mir da. Und dann habe ich das Buch aufgetan und habe geschrieben, Lars macht 4-8. Und Lars hat da unterschrieben. Und wir haben hier noch gelacht drüber und dann sind wir an die Diplom-Feier und der Lars hat 4-8 gemacht. Keine Sekunde daran zweifelt, dass ich die Abschlussprüfung nicht bestehen werde. Das war für mich einfach keine Option, weil ein Jahr länger wäre der Tod gewesen für mich. Dann wäre der Transfer zu GC wahrscheinlich nicht standgekommen und ich wäre jetzt noch zweiter Goal bei Aarau. Darum hat es keine Zeit gehabt, um zweifeln. Seit knapp einem Jahr ist der Lars mit der Fabienne zusammen. Die 21-Jährige ist schon fest in die Familie Hund integriert. Wir machen relativ viel zusammen und das tut mir schon noch etwas wichtig, dass sie halt in diesem Alter halt nicht irgendwie er geht dort hin, sie geht dort hin. Natürlich muss es auch sein, dass sie ihre Kollegen schlussendlich pflegen und machen, aber grundsätzlich machen sie relativ viel und das tut mir ganz schön. Also sie tut ihm gut. Ja. Auch weil zwischen den beiden Fußball nicht das Thema Nummer 1 ist. Ja. Mein Leben dreht sich ja fast nur um Fußball und von dem her reden wir eigentlich nicht viel über den Fußball. Halt einfach, wenn ich ein Spiel habe, ob ich schauen so, aber wir diskutieren jetzt nicht, wie ich gespielt habe, also ich mache dir nicht eine Spielanalyse. Mit der Zeit ist dann halt mit Beziehung im Vordergrund gestanden. Also nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit daran denke, oh, er ist ein Fußballer oder so. Es ist für mich wirklich normal. Also ja, er ist für mich ein normaler Mensch, aber ich finde, also ich habe grossen Respekt vor dem, was er macht und was er leistet. Ja, weil ich überlege mir noch viel, das könnte ich manchmal gar nicht. Ich weiß nicht, wie er das schafft, wie er da alles immer unter einen Hut bringt, auch dort, wo er die Lehre gemacht hat. Ja, ich meine, heimkommen, lernen, noch Aufgaben machen, das Training und Physio. Und er hat einen vollen Zeitplan gehabt, dort in der Lehrzeit sicher vor allem. Nein, so stark, so viel haben wir eigentlich nicht. Auch für Lars' seine ältere Schwester Melanie ist Fabienne ein Gewinn.
Ich glaube, wenn er manchmal so ein aufgeregt ist oder vom Stress heimkommt, tut es ihn manchmal ein bisschen abholen. So. Ich auch nicht. Ich glaube, es tut ihm gut, dass er jemanden hat, wo er eigentlich Zeug erzählen kann, wenn er es jetzt uns nicht möchte sagen. Ist einfach jemand da für ihn. Ja. Mit der Laune von Lars steht es gerade nicht zum Besten. Seit gestern stehen die Aufgebote für das Spiel der U20-Nationalmannschaft gegen Portugal und Deutschland fest. Der Lars Hunn ist nicht dabei. Die Konkurrenz ist auf der nächsten Stufe deutlich grösser. In der U19 hat sich der Lars gegen 3 Goalie müssen durchsetzen. In der U20 ist er einer von 8 Spielern, die nominiert werden können. Ja, klar ist die Enttäuschung da, dass ich nicht aufgebaut bin. Aber ich finde es gut, wenn ich Druck habe. Also generell mit Konkurrenz finde ich, ist es besser, als wenn man keine hat. Weil wenn man keine hat, denkt man, ja, man ist schon da, wo man ist. Und jetzt muss man nichts mehr machen. Aber das dürfen wir nicht. Und eben, wenn man Konkurrenz hat, ist da gibt immer ständiger Druck da, weil du weißt, du musst. Weil oben dir hat es Leute, unter dir hat es Leute. Und du musst ständig immer Gas geben, damit sie dich unten nicht überholen können und du natürlich weit aufsteigen kannst. Aber nicht immer teilt Lars die Gedanken mit Fabienne oder seiner Familie. Da ja die Menschen ziemlich unterschiedlich sind, tun ich ihm anbieten, dass er reden kann, wenn er reden will. Aber dass er nicht muss. Also ich akzeptiere es dann auch, wenn er einfach mal nichts sagt. Und wird dann nicht hässlich, weil er jetzt einfach nichts redet, sondern lohnt ihm dann wie die Zeit, dass er dann halt einfach nicht reden will und für sich selber ein bisschen die Situation durchgehen will. Mitte Oktober gehört Lars dann doch zum Aufgebot der U20-Nazi, weil sich ein Goalie-Kollege verletzt abgemeldet hat. Die Chance nutzen kann er aber nicht. Bei einem Test mit GC verletzt auch er sich. Ich hatte am Samstag vor anderthalb Wochen ein Testspiel mit U21. Ich habe das erste Mal wieder gespielt. Und dann in der 10. Minute hat einer geschossen. Ich habe den Ball mit dem Fuß aufgehört und der hat mir das Fußgelenk vertreibt. Ist eher ein bisschen harmlos gewesen, also von mir aus. Und dann habe ich weitergespielt. Aber ich habe dann gedacht, ja, weil ich nächste Woche nicht in die Nazi muss, gehe ich in der Halbzeit raus, um nichts zu riskieren. Ich hatte keine Schmerzen gehabt nachher. Ich war auch nicht geschwollen, nicht blau gewesen. Und dann am nächsten Tag, als ich aufgewacht bin und das Tape weggenommen habe, ist der ganze Fuß geschwollen und recht blau. Und dann habe ich genau gewusst, jetzt muss ich mir Gabriel anrufen und sagen, ich kann nicht in die Nazi kommen. Der Lars verpasst so ausgerechnet das Spiel gegen Deutschland. Ein Gegner, den er vor einem Jahr schon dagegen antreten ist. In seinem vielleicht besten Spiel im Nazi-Trikot. Ein Rückschlag, den er auch mental verkraften muss. Der Goalie-Trainer Patrick Folletti ratet auch nach dem Vorbild von Jan Sommer zum individuellen Mentaltraining. Darum ist es wichtig, dass man lernt, ich habe einen Mentaltrainer, aber dass man lernt, einfach mit dem umzugehen, dass man lernt, wie man das verarbeiten kann. Die allerwichtigste Voraussetzung ist, dass der Spieler will in dem Bereich arbeiten, dass der Spieler erkannt, dort liegt ein großes Potenzial und nachher, ob der mit der Person X oder Y das angeht, spielt im Grunde genommen nicht einmal eine große Rolle. Und dann denke ich, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Mentalcoach oder dem Sportpsychologe, was auch immer, und der Trainer, der Torwarttrainer, eine große Rolle auch spielen kann. Weil wenn der Torwarttrainer Informationen bekommt, wie der Stand der Dinge ist, an welchen Punkten gearbeitet wird, irgendwo in einem Sitzungszimmer, kann er auch indirekt, ohne dass der Torhüter groß etwas merkt, indirekt auf den Platz solche Punkte einfließen lassen. Und da denke ich, ist eine optimale Dreieck. Aber wie gesagt, die Voraussetzung, der Spieler muss das wollen und muss auch die Konsequenzen ziehen, damit er im mentalen Bereich Fortschritte machen kann. Der Lars will die Pause in allen Bereichen ausnutzen. Ich schaue jetzt auch positiv drauf, weil ich jetzt für meinen Körper, also meinen Körper arbeiten, knapp 8 Wochen. Und dann ist auch gerade die Winterpause und so negativ ist das Ganze auch nicht. Also es hätte auch einen schlechteren Zeitpunkt passieren können. Und das nächste Mal bei «Morgen sind wir Champions». Ich will, dass es losgeht. Ich will spielen. Dass er muss arbeiten muss, dass der Moment dann kommt und das Momentum vor allem für ihn spricht. Das, was du kannst, musst du einfach abrufen und dann wird das schon gut gehen. Mit ein bisschen Glück machst du dann auch als Stürmer ein Goal und dann ist wieder alles gut. Er ist einer, der ein grosses Herz hat. Morgen sind wir Champions.
wird präsentiert von der Credit Suisse.